Okay. No. Eieieiei. Das war gefährlich. Sehr schön. So, zack, zack. Meins. So gefällt mir das doch. Damals auch wieder sehr viel drin. Uiuiui, vorsichtig sein, vorsichtig sein. Oh, talk about hot and bothered. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Was haben wir hier? Automag. Oh, oh, was ist das? Oh, no. Oh, wow. Oh, no. Sehr schön. Oh. Werden die immer kleiner, oder? Ja. Okay, sehr schön. Sie werden auch immer, ich sag mal, wenigstens auch immer schwächer, was ihre Tankiness angeht. Sehr schön. Okay, perfekt. Nice. Eieieiei, okay. Das ging doch klar, oder nicht? Aha. Interessant. Au. Au. Was seid ihr denn für Dinger? Nice. Nicht den Kopf verlieren. Aua. Okay. Es tut weh da unten. Aha. Okay, aber dann will ich, bevor ich da reingehe, will ich dann doch nochmal kurz da hinten lang und gucken, ob man da hochkommt.
und ob es mir was bringt vor allem. Eher nicht, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Biegen wir das nochmal. Ja, komm, passt. Wir werden hier eh nicht mehr zurückkommen. Aber so geht es schneller. Na gut. Die ist auch schön voll hier, oder die beiden eher. Ey, what the? Mach da oben. Frech und gemein. Aber na gut. Sehr schön. Oh, er lebt noch. Okay. Wow, was da? Okay, vorsichtig sein. Nice. Na? Würdest du? Danke. Das wollte irgendwie nicht aufgenommen werden. Wir haben sonst nichts mehr. Okay. Hier geht's rein, eventuell. Pech. Was ist denn dort? Ach, das ist ein Aufzug, ah, lol. Und dann gucke ich mich erstmal natürlich hier drin um. Okay. Sehr viele Granaten. Stimmt, die Bio-Rifle könnte ich auch mal wieder benutzen. Oh, das ist doch was Schönes. Ja, hier sollten wir nicht rein. Okay. Dann rufen wir uns den Aufzug nochmal. Autsch. Wo ist er denn jetzt? Erwischt. Generator Room Doors open. Also. Aha. Ja. Ihr seid also auch mit von der Partie, okay. Wir haben auch nur eine Möglichkeit jetzt erstmal. Ich glaube, den anderen hatte ich erwischt, oder? Sieht ganz danach aus. Wunderbar. Nun ist nur die Frage, wie komme ich? Also ich könnte theoretisch da drauf springen. Und dann vielleicht hier reinschießen irgendwas. Aber das bringt mir halt jetzt gerade auch irgendwie so ziemlich gar nichts, oder? Okay. Was ist dann jetzt meine Aufgabe hier? Soll ich die Kisten runter
Müssen die runter irgendwie? Die kann ich gar nicht runterschmeißen. Also theoretisch das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre natürlich hier so ein Sprung nach da oben, aber auch nicht so einfach. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber es tut halt auch weh. Und das würde mich halt auch irgendwie wundern, wenn das von mir verlangt werden würde, wenn es hier ja... Oh cool, die Minigun. Das werde ich mir auf jeden Fall auch merken, aber ich will den ordentlichen Weg gehen. Es wird doch hier noch einen ordentlichen Weg geben, oder? Bitte? Nee. Hä? Ich hatte hier die Generator Doors geopend. Aber hier irgendwie hat sich nichts getan. Sicher, dass man hier irgendwas machen muss? Ich meine, hier unten in die Lava fallen ist ja mehr oder weniger keine Option. So. Das bringt mir ja nicht viel. Hier irgendwas anschießen hat auch nichts gebracht. Das heißt, was mir noch einfallen würde, wäre halt dann... wäre dann hier noch irgendwas zu machen, was ich vielleicht irgendwie vergessen habe zu drücken oder so. Irgendwo einen Schalter vergessen zu aktivieren, aber das ist ja dann ein bisschen dumm, wenn man sich das quasi... wenn man sich das quasi versauen könnte. Müssen wir nochmal eins weiter runter. So, wenn ich jetzt nicht genügend HP hätte, dann hätte ich da ja gar nichts machen können, quasi. Ups. Oh wow. Aha. Das sieht doch ordentlich aus. Das hätten wir zuerst machen müssen. I see. Ich denke mal, da kommen wir bestimmt noch hin. Warte, von da kommen wir. Ah, genau. So, das ist doch viel besser so. Kommen wir an alles, was wir brauchen. Und vor allem die Minigun. Sehr schön. Nimm dies. Okay, das machen wir uns auch einfach. Oh, oder auch nicht. Lebt er noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihn bekommen. Hier muss ich jetzt auch mal einsetzen. Not enough pressure. Okay. Wir müssen den Druck erhöhen. Zack, zack. Aua. Okay, falls da jemand mit Sniper ist. Na, wo ist er hin? Hallo? Wo bist du hin? Frech?
Haut er einfach ab. Ich verüble es ihm nicht. Oh je. War es das? Ja. Heieiei, das hätte böse ausgehen können. Okay. Nice. Ah, der bringt uns auch ganz hoch. Sehr schön. Das ist doch praktisch. Aus mehreren Gründen. Aha. So, wie erhöhen wir den Druck? Da sehe ich einen Schalter. Blub. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Au. Gemein. Kommen wir hier vielleicht so? Ja. Ist da unten noch irgendwas Nennenswertes? Sieht nicht da noch aus, oder? Dann können wir uns den Weg da nach unten auch sparen. Ich glaube, das ist eh nur dafür dann gedacht, dass man hier über die Kisten auf die Seite kommt zum Aufzug. Sehr schön. Ach du Kacke. Okay, wenn die hier so... Oh lol. Ach, ist das jetzt so ein großes Sudoku oder was? Ach du Kacke, ja gut, ja dann let's go, oder was? Dann sind wir eine Weile beschäftigt, wahrscheinlich kurz. Aber warte mal, das hat es dann auch... Ich zähl mal kurz. 5, 6, 7, 8, 9, ja, das ist jetzt ein richtiges. Da muss es aber auch mehr Zeichen haben, oder? Ja. Okay, na dann fangen wir mal an. Das könnte eine Weile dauern jetzt. Schon lang kein Sudoku mehr gemacht. Also in der hier kann schon mal keine 5 mehr sein. Ich nenne das Zeichen jetzt einfach eine 5. Und in den beiden Reihen eigentlich auch nicht. Das heißt, die 5 ist entweder hier oder hier, ne? Aber wir können noch nicht ausschließen, wo die sein müsste. Wir müssen irgendwas... Es ist tatsächlich mit diesen Zeichen deutlich schwerer als mit Zahlen. Weil mit Zahlen hat man einen gewissen Bezug und kann... in eine Ecke schielen, sag ich mal, und sieht halt direkt, ah, die Zahlen sind da. Das ist hier jetzt nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach. Könnten wir gucken, ob wir die Dreierreihe irgendwie hier fertig kriegen. Was fehlt denn da? Diese 5 auf jeden Fall. Aber ja, nee. Das Zeichen hier ist einfach. Das hier kriegen wir hier. Weil das kann hier und hier nicht sein. Und es fehlt in diesem 9er Block noch. Also muss es hier sein. Das heißt, das haben wir schon mal. Yay. Wunderbar. Warte mal ganz kurz. Aber eine Sache finde ich gerade... Ah, nee, doch. Ich dachte gerade, das Zeichen habe ich hier gerade in dem Block nicht gesehen. Aber hier ist es doch. Sehr schön, sehr schön. So. Die 5 muss auch entweder hier oder hier sein. Was aber auch wiederum bedeutet, dadurch, dass die 5 weder hier noch hier noch hier sein kann, und zwar nur hier oder hier sein könnte, theoretisch, kann sie hier nicht sein, weil wenn sie hier und hier sein muss, egal wo in den beiden, sie würde die ganze Reihe hier blockieren, also muss sie hier sein. Haha. Na also. Na also. Das heißt, die haben wir hier schon mal. Perfekt. Wir wissen auch, die 5 muss hier auch noch irgendwo sein. Das wird halt jetzt eine Weile dauern, ne? Denke mal, wer keinen Bock hat, mir jetzt beim Sudoku machen zuzuschauen, kann auch gerne skippen. das Zeichen hier... Ne, Quatsch. Das hier ist ein 9er Block. Ich habe gerade gedacht, das hier wäre ein 9er Block, aber ne. Da muss man hier...
Gerade weil hier nicht diese eindeutigen Trennlinien sind, muss mir das hier ein bisschen ordentlicher machen. So, was fehlt denn hier? Die 5 fehlt auf jeden Fall. Bisszeichen, nee, das haben wir hier auch. Scheiße. Ja. Das ist halt nämlich das Gemeine an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt normalerweise so ein Sudoku sehen würde und das hier angucken würde, wüsste ich genau, ah, das und das fehlt so. Was weiß ich, die 7 und die 9 zum Beispiel. Aber jetzt kenne ich die ganzen Symbole einfach nicht. Jetzt muss ich immer gucken, wie die eigentlich alle aussehen. Das Zeichen fehlt hier in dem ganzen Ding noch, oder? Das heißt, es müsste hier sein. Das heißt, wir haben hier nur noch 1 und das kriegen wir dann mit Ausschlussverfahren. Es muss die 5 sein, okay. Wunderbar, so, mal ganz kurz gucken. Das heißt auch, dass dieses Zeichen entweder hier oder hier sein muss. Nee, kann's hier, kann's nicht sein. Also haben wir es hier. Yay. Super, super. Und hier muss es auch noch sein, weil in dem Block fehlt's. Und dank dem kann es hier nicht sein, dank dem kann es hier nicht sein. Yay. Wunderbar. Wenn wir jetzt nach oben das Ganze vervollständigen, fehlt es dort ja auch. Dann muss es hier sein. Na also. Langsam, aber sicher vervollständigen wir uns das doch einfach. Ne, warte, das ergibt ja gar keinen Sinn. Hier kann es gar nicht sein. Ich habe einen Fehler gemacht, ja, ja. Stimmt, den Punkt habe ich ganz vergessen, aber dadurch, dass das hier ja ist, macht es uns ja noch einfacher. Ich habe das... Mir fehlen die Trennlinien, die normalerweise beim Sudoku das Ganze so schön eindeutig machen. Das ist viel, viel schwieriger so. Naja. So, die 5 haben wir hier jetzt überall. Können wir die theoretisch noch irgendwo anders hinpacken? Ich glaube... So schnell vermutlich nicht. Hier hat die noch 2 Möglichkeiten. Hier unten hat die ja auch noch 2 Möglichkeiten. Das wird so schnell nichts. Ich würde mich mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas reinkriegen. So, das hier haben wir schon 3-mal. Das hier haben wir auch schon 3-mal. Das hier ist hier auch schon. Mal ganz kurz gucken, haben wir das hier schon? Ja, haben wir das hier schon? Ja, das hier auch. Haben wir das hier schon? Nein. Die Frage ist, können wir es irgendwo ausschließen? Es kann hier nicht sein. Aber theoretisch kann es sowohl hier als auch hier noch sein. Okay, das kann man nicht ausschließen. Dieses Zeichen haben wir da auch noch nicht. Aber es kann hier schon mal nicht sein. Kann es irgendwo bei den anderen beiden sein? Ja, bei beiden anderen leider. Was ist mit dem Zeichen? Das haben wir hier schon. Das Zeichen haben wir hier drin noch nicht. Okay, das kann hier nicht sein. Ah, das Freche ist, ich habe jetzt vergessen, welche beiden Zeichen hier noch fehlen. Also dort kann das Zeichen nicht sein. Und das Zeichen auch nicht. Was bedeutet, das dritte Zeichen, was uns noch fehlt, muss hier ja sein. Welches war es denn? So, wie gesagt, das hier kann hier nicht sein. Das hier muss hier drin sein, da das hier und das hier hier ja nicht sein können. Genau. Das hier mache ich erstmal wieder leer, weil das wissen wir noch nicht. Naja, aber immerhin. Immerhin weitergekommen. Das ich hoffe, da kriege ich wenigstens eine ordentliche Belohnung für. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, können wir noch irgendwo irgendwas herausfinden. Wie sieht es denn hier aus? Die 5 haben wir. Das Zeichen haben wir hier auch schon drin. Das hier haben wir auch schon drin. Das hier können wir auch. Haben wir auch, okay. Das hier hat auch 2 Möglichkeiten, um wo zu sein.
Das hier wird hier auch schon sein, oder? Nee, Quatsch. Sind die beiden, die uns fehlen, ja. Aber die... Ah doch, das ist hier doch ausgeschlossen, dass es hier ist. Habe ich das vorhin übersehen? Habe ich das vorhin übersehen? Naja. Aber dann weiß ich ja zum Beispiel, dass das hier sein muss. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe. Das ist doch schon mal gut so. Ja, hier in der Reihe fehlt uns auch noch eine 5 irgendwo. Hier kann sie schon mal nicht sein. Das heißt entweder hier oder hier. Mal ganz kurz nochmal schauen. So, das hier hatten wir. Das hier haben wir. Das hier haben wir. Das hier fehlt uns hier noch, oder? Aber es kann auch nur noch hier sein, weil das hier ist... Das hier ist schon verschlossen. Das heißt, hier fehlt uns auch nur noch ein Zeichen. Das haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir jetzt auch. Haben wir jetzt auch. Fehlt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, das hier können wir auch noch fertig machen. Und was hat hier noch gefehlt? Ich glaube, das hier, ne? Sehr schön, sehr schön. Das Zeichen hier fehlt auch noch wieder bei den beiden irgendwo. Und hier fehlt uns auch nur noch ein Zeichen in der Reihe. Das kriegen wir ja dann auch leicht hin, denke ich mal. Das haben wir schon. Ist es das? Ja, es muss das sein. Wunderbar. Sieht doch bisher okay aus, oder nicht? Wir kommen voran. Wir kommen voran. Die Hälfte dieses Videos wird sein, wie ich Sudoku mache mit irgendwelchen kryptischen Symbolen. Aber ist okay. Ist okay. So, hier fehlt auch noch eins. Die F5 haben wir hier schon. Das Zeichen fehlt, glaube ich. Ja. Wunderbar. Dann haben wir wieder eins. Es ist schon ein bisschen witzig. Schon ein bisschen witzig, muss man sagen. Naja. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hier fehlen auch nur noch zwei Zeichen. Haben wir das hier schon? Ja. Haben wir das hier schon? Ja. Haben wir das hier schon? Ja. Das hier auch. Das hier auch. Das hier fehlt. Das könnte aber noch bei beiden sein. Das können wir noch nicht ausschließen. Und das hier hat das genau gleiche Problem, dass es noch bei beiden sein kann. Heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Fürs Erste. Fürs Erste. So, eine 5 fehlt uns auf jeden Fall noch in dieser Reihe. Das heißt, hier irgendwo wird eine 5 noch sein. Das bringt uns nur leider nicht so viel. Wir wissen, die 5 kann nirgendwo hier sein, aber das macht ja, ist ja eh klar. Wir wissen, die 5 muss hier oder hier sein. So, dann schauen wir doch mal, was fehlt denn hier noch? Haben wir das Zeichen hier schon? Yes. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Das hier nicht. Oder? Das fehlt, ja. Aber das... Das kann jetzt natürlich auch bei beiden sein, oder? Nee, Quatsch. Hier haben wir es schon. In der Reihe. Das heißt, hier kann es nicht sein. Hier muss die 5 sein. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, ich habe bisher noch keinen Denkfehler drin gehabt. Okay. Auch wilde Sudoku-Musik so. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier schon eventuell irgendwas fertig kriegen könnten. Ah ja, guck mal, das Zeichen hier. Haben wir hier auch noch nicht. Und dann kann das ja eigentlich nur... habe ich jetzt schon vorbeigeklickt? Ich glaube, ich bin da gerade schon vorbeigegangen. Kann das ja eigentlich nur hier sein. Weil das wird hier ja schon blockiert. Wunderbar. So, mal ganz kurz gucken. Das Zeichen fehlt uns nicht. Das auch nicht. Das hier fehlt. Das haben wir aber auf der Seite schon. Das heißt, das muss... hier sein. Das heißt, hier haben wir nur noch eins, was fehlt.
und das ist dann das hier. Perfekt. So, das heißt, das gleiche Zeichen kann entweder hier oder hier nur sein. Und leider ist beides auch noch möglich. Verdammt. Aber ist halt wie es ist, nicht wahr? Ist wie es ist. Ha. Na, das Zeichen kann leider auch noch hier und hier sein. Nee, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Das Zeichen wird... muss hier sein. Perfekt. Ich hab's gerade falsch gesehen. Das hatten wir hier nämlich noch gar nicht. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine Reihe, die wir fertig machen können. So, gucken wir mal. Die 5 haben wir hier schon. Haben wir das Zeichen hier schon? Ja. Haben wir das hier schon? Ja. Haben wir das hier schon? Ja. Das hier haben wir auch schon. Das hier haben wir auch schon. Das auch. Das nicht. Perfekt. Perfekt. Okay. So. Versuchen wir mal weiterzumachen. Was fehlt uns hier noch? Die 5 auch noch, ne? Ja, das Ding ist, die 5 wird irgendwo entweder hier oder hier sein. Hier kann sie nicht sein. Was fehlt uns noch? Das hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht in dem Block, ne? So. Ah, das muss sogar da sein. Perfekt, weil, ne, hier kann es nicht sein und hier auch nicht. Sehr schön. Das heißt, die 5 ist entweder hier oder hier und dann fehlt noch ein weiteres Zeichen. Gucken wir mal ganz kurz. So, das haben wir jetzt. Das hier haben wir hier. Das haben wir hier. Das haben wir hier. Das hier fehlt noch. Und das muss sogar hier sein und die 5 hier. Perfekt, weil da blockiert es das. Wunderschön. Und das heißt, hier fehlt uns auch noch in der Reihe ein Zeichen. Das haben wir hier, das Zeichen. Ist es das hier? Ich glaube, ja. Sehr schön. Sehr schön. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Fucking Sudoku, Alter. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ich mache hier gerade ein fucking Sudoku. Und leider muss ich einfach zugeben, dass Sudoku... Ich mache es nicht so oft, aber immer wenn man es macht, dann macht es halt doch Laune, ne? Ist einfach, wie es ist. Das ist einfach ein nices Spiel. Ich kann es doch auch nicht ändern. So, mal ganz kurz gucken. Das Zeichen hier kann weder hier in den beiden noch in den beiden sein. Wie sieht's hier aus? Hier kann es nicht sein. Das heißt, es muss hier sein. Nee, warte, das ergibt keinen Sinn. Oh, scheiße, habe ich einen Fehler gemacht. Oh Mist, jetzt glaube ich, habe ich einen Fehler drin. Das Zeichen kann hier nicht sein. Und wenn das hier ist, kann es auch hier nicht sein. Shit. Warte mal. Es ist hier ja auch schon. Ach, nicht. Leute, es ist einfach, weil es keine Zahlen sind. Es ist immens viel schwerer. Ich hab das hier doch schon. Ich brauch das hier doch gar nicht mehr. Oh. Und weil die Trennlinien fehlen. Es sind auch die Trennlinien, die fehlen. Beziehungsweise sie sind sogar da ganz leicht. Aber sie sind nicht so eindeutig. Nur erst, wenn es auch so richtig schön ausgefüllt ist. Gucken wir mal, ob wir die 5 hier schon irgendwo unterkriegen. Ich meine, nee, die 5 kann, glaube ich, noch an allen Dingern sein. Und ich glaube, ich habe gerade das hier und das hier auch verwechselt irgendwie. Das ist nämlich wirklich gar nicht so einfach, wie man das jetzt vielleicht denken möchte. Das ist gar nicht so unkompliziert, sagen wir es mal so. Okay, also die 5 kann hier überall noch sein in den 3. Das bringt uns noch gar nichts. Fürs Erste zumindest. Na, ich guck mal ganz kurz, ob wir hier nicht vielleicht sogar eher was rausfinden können. Das hier haben wir ja schon, nicht wahr? Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Das hier fehlt nicht. Das hier haben wir noch offen. Hat sich da was geändert? Haben wir da irgendwas rausgefunden? Ich glaube nicht. Das hier, ja, kann nur hier sein. Weil das hier ja schon hier ist. Das heißt, hier können wir das hier noch reinmachen.
Wunderschön. Wunderschön. Und dann können wir sogar das hier da reinmachen. Ne, wegen dem hier. Heißt, dieses Zeichen ist auch entweder hier oder hier, aber weil wir ja das hier haben, müsste es da sein. Wunderschön. Wir füllen nach wie vor weiter aus. Und hier haben wir jetzt übrigens auch eine Reihe, die fast voll ist. Hier können wir jetzt also schön einfach kurz mal alles durchgehen. Schauen, was wir schon haben, was uns noch fehlt. Ich glaube, das hier fehlt noch. Perfekt. Oh Mann, ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler drin, weil wenn ein Denkfehler oder irgendwas übersehen ist, weil die Zeichen halt kauderwelsch sind für mich, logischerweise, dann macht es alles kaputt. Alles kaputt. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es nicht so ist. So, dieses Zeichen kann entweder hier oder hier sein, können wir noch nicht rausfinden. Schade, schade, Schokolade. Das hier fehlt uns hier auch noch. Das kann auch nur hier oder hier sein. Das heißt, die beiden sind mehr oder weniger occupied. Die beiden müssen occupied sein von dem und dem Zeichen. Kann man also schon mal gedanklich ausklammern, sage ich mal. Mhm. Die 5 fehlt noch. Aber gut, das ist eh klar, dass die nur in den oberen dreien sein kann. Dann gehen wir mal ganz kurz die Zeichen durch. Das hier fehlt uns hier, glaube ich, noch, oder? Ist hier auch noch nicht. Haben wir das hier schon? Wir haben es hier schon. Das heißt, es kann nur hier oder hier. Ah, und hier haben wir es auch schon. Das heißt, es kann nur ganz rechts sein. Es kann nur ganz rechts sein, weil die unteren beiden sind occupied. Ne? Das heißt, hier kann es nicht sein. Hier kann es nicht sein. Dort und dort könnte es rein theoretisch... Ah, ne, könnte es auch nicht mehr sein. Dann never mind, easy. Das heißt, auch die 5 hat nur noch 2 Orte, wo sie sein kann. So, schauen wir mal weiter. Die 5 wird hier noch irgendwo sein müssen und noch ein Zeichen. Das hier haben wir schon. Das hier haben wir schon. Das hier haben wir schon. Das hier fehlt, glaub ich, noch, ne? Ja. Okay, und das ist hier auf der Seite. Das heißt, die 5 ist hier. Sehr schön. Und das bedeutet auch, da kann das nicht sein, hier kann es nicht sein. Das heißt, das Zeichen muss hier sein. Yay. So. Unglaublich einfach nur. Was haben wir denn hier noch? Das hier, das hier, das hier fehlt. Das hier hatte gefehlt. Aber das kriegen wir noch gar nicht raus. Ne, stimmt. Warte, never mind. Die beiden konnten wir, glaube ich, noch gar nicht. Die beiden können wir noch gar nicht wissen. Müssen uns hier noch ein bisschen das anders zusammenreimen alles. So. Mal ganz kurz gucken. Das Zeichen hier. Haben wir das hier ganz unten schon? Ja. Aber das haben wir in diesem Block noch nicht. Heißt, zack und zack, hier kann es nicht sein, hier oder hier muss es sein und da kann es auch nicht sein. Also haben wir es hier. Wunderschön. Perfekt, perfekt. So, das haben wir jetzt in allen Blöcken. Wunderschön. Das hier fehlt uns, glaube ich, in dem hier noch. Ne, haben wir auch. Haben wir hier auch schon. Okay, die 5. Die 5 können wir langsam mal gucken, ob wir die eventuell irgendwo mal unterkriegen. So, ich kann hier nicht sein. Sie kann hier nicht sein, sie muss hier sein. Das bedeutet auch wiederum, dass sie hier sein muss. Und hier haben wir jetzt wieder eine schöne Reihe, wo uns nur noch ein Zeichen fehlt. Was ist das hier? Nee, das ist genau neben. Daneben. Ich bin auch manchmal echt ein Blindfisch, so. Sehr schön. Dann haben wir das hier auch vervollständigt. Und das Zeichen fehlt uns hier unten ja, glaube ich, auch noch. Das heißt, das können wir hier auch mal reinmachen.
Dann fehlt uns hier auch nur noch ein Zeichen. Ich glaube, das war das hier, ne? Yes. Ich hoffe, ich habe nach wie vor keinen Fehler gemacht. Zumindest erblicke ich keinen auf den ersten, auf den ersten Blick. So. Okay, was fehlt uns denn jetzt hier noch? Das hier haben wir, das hier haben wir, das hier haben wir. Das hier fehlt uns hier noch, oder? Ah. Das heißt, das hier kommt da rein und da kommt dann das hier rein. Glaube ich. Yes. So, hier in der Reihe fehlt uns nur noch eines. Und in der auch. Gucken wir mal. Das haben wir, das haben wir. Haben wir, haben wir. Haben wir. Fehlt. Sehr schön. Dann noch das gleiche auf der Seite. Das haben wir. Haben wir. Ja. Haben wir. Ich glaube, das haben wir nicht, oder? Ne, das fehlt in der noch. So, dann fehlt auch nur noch hier eins. Die 5 haben wir. Das hier haben wir. Haben wir, haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir nicht. Oh, okay. Doch noch ein paar die falsch waren, würde ich. Nee, hä? Okay. Das heißt, die hier sind falsch, oder? Okay, jetzt habe ich es komplett. Jetzt bin ich komplett raus gerade. Die 5 geht nicht. Das hier und das hier ist vertauscht, oder? Oder nee, das kann ja nicht sein. Warte mal, was würde denn hier fehlen? Okay, ja, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Scheiße. Ich mach mal das hier weg, vielleicht. Shit. Das Problem ist halt, dass das jetzt rekreieren wird. Verdammt schwierig, mental. Oh, fuck. Ich meine, das hier scheint wenigstens alles richtig zu sein. Das heißt, wir haben hier irgendwo in der Mitte einen Denkfehler drin gehabt, irgendwo. Aber wo? Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das geht auch nicht. Oh. Ja. 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 Leute, und was ist hier? As a part of training to keep the mind sharp, a digital adaption of the Nali Puzzle Game has been developed. Ja, super. Ich müsste echt schauen, wo bei mir der Denkfehler vorhin drin war. Irgendwo war er. Da kommen wir noch nicht durch. So, hier wird doch bestimmt auch... Oh, wow. Okay, krass. Oh, ist er gestorben, der andere? Nee. Aha. If I shut this place down, the outer shield of the stronghold will go down as well. And I'll have a way into the starboard. Das klingt doch gut. Das gibt uns keine Translator-Message. Turbine Facility Elevator Access granted. Please use the Authentication Token 8899 to access Turbine Room itself. Hier haben wir noch. Aha, Yadlov's 8 Ball Gun. 100 megatons. Not great, not terrible. The new generation of the nuclear ballistic launcher allows firing multiple nukes at once, giving a total yield of 500 megaton. Ach, das sind diesmal sogar Mini-Atombomben. Das finde ich doch ganz nett. Okay, was nicht so nett ist, ist das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott!
Gegner also. Der war frech platziert. So, was haben wir hier Schönes? Runter mit uns. Geht's noch weiter runter? Theoretisch? Ja. Nice. Frech. Okay. Das hört sich doch gut an, oder nicht? Sehr schön, wenn sie unaufmerksam sind. Dann ist die Shotgun sehr, sehr gut. Okay, oje. Oh, wir haben viel 8-Ball-Muni. Oh, really? Au. Ah, fuck. Sehr schön. Dass sie mal auf Kuschelkurs gehen möchten, das nervt auch teilweise. Aber gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann tötet ihr mich trotzdem. Okay, ich sehe schon. Oh, gemein. Ups. Sehr schön. Mann, es nervt, dass sie mal auf Kuschelkurs gehen. Na schön. Hehe, nimm das. Ihr Nervensiegen. That should take care of the shield. Time to regulate on a bitch. Na gut. Oh, da unten ist noch jemand. Jetzt ist er da oben irgendwo. Haben wir hier sonst noch irgendwas überhaupt? Ich glaube nicht. Denk mal, wir müssen ihn nochmal zu uns rufen. Ah, zum Glück wenigstens bleibt er da. Wenigstens ist er da geblieben. Uns geht's nicht mehr so toll, aber kriegen wir schon hin irgendwie. Ich habe durch das Sudoku, glaube ich, nichts bekommen, oder? Oder war das, oder war vielleicht diese, dieser Rocket Launcher, diese andere 8-Ball-Gun, die Belohnung? Wo ist denn die eigentlich? Weiß ich gar nicht. Really? So. Mal ganz kurz gucken. Auf der 9? Nee, auf der 0 haben wir nur die Minigun, oder? Nee, da ist sie.
Sehr schön. Dann wissen wir das jetzt auch.